Moin Leute, die Welt baut sich noch auf. Ja, die Verkabelung da drüben, die werden wir noch machen. Und das Lustige ist, da liegt zurzeit Schnee drauf. Der wird natürlich runterkommen. Denn da werden wir ja unser Redstone drauflegen. Aber ich möchte etwas anderes machen. Und zwar, wir sind mit dem Berg ja noch nicht fertig. Das heißt, Schaufeln für den Weltfrieden vorzugsweise. Brauche ich die Schaufel? Na, die nehme ich mal doch mit, falls ich sie brauche. Das nehme ich mal alles so mit. Ja, diesen einen Schneeball, den packe ich jetzt erstmal nur da rein. Gut, aber wir brauchen jetzt Erde und nicht nur Erde, sondern wir brauchen auch noch ein bisschen von dem Kies, wovon wir viel zu viel haben. So, und dann werden wir mal wieder das Tortenschichtverfahren anwenden, um hier einfach diesen Berg weiter zuzubauen. So, hopp, hopp, hopp. Ach, hier muss auch noch die Treppe rein. Aber ansonsten ist alles sehr schön grün geworden. Ja, das sieht schon genauso aus wie in der Let's Show-Welt. Also wir sind da wirklich schnellen Schrittes der Sache näher gekommen. Ja, diesmal fangen wir aber hier drüben an. Uah, noch nicht runterfallen. Ja, da müssen wir dann mal gucken. Ich möchte ja immer irgendwie, also eine Schicht Kies, eine Schicht Erde. Sieht dann immer so aus. Ein bisschen viel hin und her gemache. Also später ist das dann einfacher, wenn man dann einfach nur noch die Bahnen zieht. So, der muss dann natürlich raus. Aber um euch das mal beispielhaft zu zeigen, das war natürlich nichts, weil der falsch ist. Da hätten wir jetzt ein Loch mit drin. Ja, da bin ich pedantisch. Also da, ne, das muss schon richtig aufgefüllt sein. So, aber wie gesagt, so habe ich vor, den ganzen Mist hier unten zu verfüllen. Also schaut euch das Loch nochmal an. Das würde natürlich mehrere Folgen jetzt dauern, wenn ich das live machen würde. Von daher schaut euch dieses Loch nochmal an. Und ich hoffe, wenn wir uns wiedersehen, habe ich einen Großteil davon schon gefüllt. Also, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ich war gerade das zweite Mal mich vollladen mit der restlichen Erde und dem restlichen, wenn ich es mal noch wüsste, Kies. Genau, das war's. Mit dem restlichen Kies. Wie gesagt, das hier ist der Rest vom Fest. Wenn das Ali ist, dann ist fertig. Weil dann gibt es auch nichts mehr. Also wie ihr seht, das Loch ist schon mehr oder weniger richtig schön geschlossen. Aber da ist ja immer noch ein bisschen Potenzial drin. Wie gesagt, mit der Erde und auch mit dem Kies werden wir nicht hinkommen. Aber ich habe schon einen Großteil dessen geschlossen, was ich sowieso schließen hätte müssen. Durch die ganzen Sachen, die ich halt aus dem Bahnhof, Minecart-Bahnhof, da rausgeholt habe. Ich wollte euch natürlich nicht das verborgen lassen, wie ich denn das Ganze hier mache. Also ihr seht, ich tue nichts anderes, als hier die Löcher füllen. Das wollte ich eigentlich damit sagen, auch wenn ich mich da wirklich richtig schön kompliziert für meine Begriffe ausgedrückt habe. So dass es, glaube ich, keiner verstanden hat, außer mir selber. Aber es gibt, glaube ich, Schlimmeres. So. Also, ich stopfe, wie gesagt, hier munter, lustig die ganzen Löcher. Betreibe das Ganze hier im Schichtverfahren. Das hatte ich ja gesagt. Immer eine Lage Kies, eine Lage Erde. So werden wir den ganzen Kies auch endlich mal los. Sollten wir uns entscheiden, irgendwann mal hier irgendwas reinzubauen in diesem Berg noch, ist das alles gar nicht so schlimm, weil dann fallen einem nicht so riesige Kiestaschen auf den Kopf. Das ist also nur dem geschuldet, falls wir mal irgendwann hier irgendwas reinbauen. Muss ja nicht sein, kann sein. So, und auch mal ein falsch gesetzter Kies ist gar nicht so schlimm. Da können wir ja mit leben. Oh,
schon gut, dass ich da die Treppe hingebaut habe. Ja, dann gehen wir gleich nochmal rüber auf die andere Seite. Da habe ich ja auch mittlerweile schon etwas weiter gebaut. So, bing, bing. Nee, der war es nicht. Komme ich denn da von außen irgendwie ran? Ja, geht. Gut, hätten wir das auch geklärt. Kling, kling. Das lassen wir jetzt einfach mal hier so. Platsch. Ja, so sieht das jetzt aus. Sieht schön aus wie eine Torte. Und dann geht es hier weiter. Also hier habe ich auch schon irgendwie zu weit gebaut. Da muss ich dann mal gucken, ob das auch so bleibt oder nicht. Ja, Erde nehme ich aber wieder weg. Falsch gesetzte Erde. Bei falsch gesetzten Kies mache ich das nicht mehr, weil ansonsten, ich habe da viel zu viel Flintstone immer bei rausgekriegt und dann ist der Kies weg. Das ist nicht so das, was ich haben möchte. Bei falsch gesetzter Erde kann einem das, wie gesagt, ja nicht passieren. So, jetzt muss ich nochmal aufpassen. Hinter mir ist noch ein Loch, da muss noch Kies rein. Ja, damit habe ich jetzt einen Großteil meiner Zeit verbracht. Schön aufschütten. Nichts anderes als einen Berg bauen. Und wir werden also, wie gesagt, bei weitem nicht damit hinkommen. Mit der Erde. Und dem Kies, egal wie wir es anstellen. Also es wird nicht passen. Da müssen wir einen weiter vorher. Ach, blöd. Da wollte ich eigentlich hin. Schön, dass es im Moment so lackt. Also das ist ganz große Klasse. Auch zum Glück immer nur, wenn ich aufnehme. Wenn ich nicht aufnehme, habe ich wesentlich höhere FPS-Zahlen. Da habe ich dann kein Problem damit. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Sowas passiert einem grundsätzlich immer nur, wenn man irgendwas Wichtiges macht, wenn man aufnimmt. Oder. So. Ja, schnell geht es voran. Ja, da muss ich mal, die muss ich mal umsetzen. Dann da noch einen rein und da nochmal. So, fertig. So, ding, ding. Ja, so wächst das hier halt vor sich hin. Hier müsste ja richtig sein, ja. Also es wird ja sowieso noch ein Stück davor gesetzt. Davon mal ganz abgesehen. Aber damit ich mir da nicht so viel Sorgen machen muss, weil das ist jetzt hier einfach ohne Nachdenken einfach nur draufschütten. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich frühzeitig gebremst habe. Sonst wäre ich da glatt runtergesegelt. So, jetzt müssen wir aber hier hinten anfangen, sonst können wir das wieder nicht verfüllen. Ja, wie gesagt, einige wollten das ja unbedingt sehen. Jetzt dürft ihr das sehen und jetzt könnt ihr selber entscheiden. Ist das spannend oder ist das nicht spannend? Ja, jetzt muss ich dann selber erstmal gucken. Das passt sogar ganz gut. Also hier kommt auf jeden Fall schon mal eine Schicht hin. RD. Und dann muss ich mal auf der anderen Seite, also da kann ich jetzt noch weiter verfüllen auf der anderen Seite, ohne großartig nachdenken zu müssen. Bis hierhin auf jeden Fall. Das bedeutet, bis hierhin kann ich das auf jeden Fall so machen. So.
Dann machen wir doch einfach mal hier weiter, wo wir uns schon die schicke Treppe angelegt hatten. Kling, 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 kling. Oh, das war einer zu viel. Dann wird es immer ein bisschen schwierig bei Vieren, dann den hintersten Block zu treffen. Deswegen mache ich das meistens nur mit Dreien. Ja, hier können wir jetzt auch eine komplette Bahn durchlegen. Das ist nochmal viel, was jetzt hier weggeht. Ja, ich vergesse immer, mich einfach umzudrehen und dann weiterzubauen. Ich weiß nicht, ob es dem Alter geschuldet ist. Keine Ahnung, kann ich so nicht sagen. Ja, jetzt bauen wir uns hier auch langsam mal unser Treppchen zu. Da möchte ich aber erstmal einfach nur so ein bisschen Erde haben. Falls wir da jemals wieder eine Treppe reinbauen müssen. Ja, und das ist natürlich hier im Augenblick, wenn man das so auffüllt, das, was richtig Ressourcen kostet. Zum Glück haben wir ja das ein oder andere mitgenommen, als wir den Bahnhof da unten ausgeschachtet haben. Da ist natürlich noch kein Bahnhof drin, aber früher oder später wird da ja ein Bahnhof reinkommen. So, pling und pling. Ja Leute, ich unterbreche hier nochmal das Ganze und baue das dann hier erstmal noch zu Ende und dann möchte ich gleich an die Stelle gehen, wo wir denn dann anfangen werden, in der nächsten Folge abzubauen. Also macht's erstmal gut, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich habe jetzt hier den Rest noch reingeschüttet, also den restlichen überschüssigen Kies, den ich noch hatte, da habe ich es mir dann mal ganz einfach gemacht, weil ich davon mehr hatte als von der Erde. Die letzten 11 hätte ich auch noch verbauen können. Aber wir begeben uns jetzt an die Stelle, wo ich vorhabe, Erde zu schippen. Ich habe mir dafür auch schon mal, wie ihr hier sehen könnt, die ein oder andere Schippe gebastelt. Ich nehme dann natürlich immer die Billigschippen. Achso, dieses Loch wollte ich auf jeden Fall zumachen. Das stört mich schon die ganze Zeit, seitdem ich diese Welt hier habe. Hätten wir das auch. So, und ja, Sprint, Sprint, Sprint ist gar nicht so weit weg. Achso, wir können nicht mehr sprinten. Ich muss nochmal was essen. Ja, genügend Nahrung habe ich auf jeden Fall mit. Da soll es nicht dran mangeln. Und wir werden dann hier einfach diesen Berg, wo ich jetzt drauf zulaufe, den werden wir als Ressource nutzen. Das heißt, ich werde den oben abhäckseln. Und, ja, das ist es eigentlich schon. Später werde ich dann den Chunk, wie gesagt, löschen. Werde den neu erstellen lassen. Dadurch haben wir dann auch hier einen Wald drauf. Da hinten hatte ich das ja mit diesem einen Hügel auch gemacht. Das lasse ich diesmal aber einfach weg. Denn den brauchen wir dafür nicht. Also es reicht vollkommen, wenn wir das hier machen. Ja, Leute, viel Zeit haben wir nicht mehr in dieser Folge. Von daher mache ich nochmal einen Schnitt. Ich werde alle Schippen zerballern, werde mich voll mit Erde saugen und dann geht's weiter. Also, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder und ich habe, ja, reichlich Erde und ein paar andere Sachen noch aufgesammelt. Muss mich jetzt aber mal sputen, dass ich zurück nach Hause komme. Denn, wie ihr gerade seht, es wird dunkel, das heißt, also gleich werden die Monster spawnen und da habe ich nicht so die Lust drauf, wenn ich da am Erdeschaufeln bin. Die Folge ist eh zu Ende, denn sie hat es hinter sich. Da ist auch schon das Pling. So, und damit ich nicht immer in dieses blöde Loch hier reinfalle, wie gesagt, deswegen habe ich den gesetzt, diesen Block vorhin. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt von hier gar keinen Eingang mehr. Ha, schön.
Ja, muss ich mal zusehen. Oh, noch mehr. Das ist ja Herz allerliebst. Das passt ja total prima. Ich habe nämlich nur noch jetzt hier hinten den Eingang. Aber ihr seht schon, ich stratze um mein Leben. Yeah. So, Flop drin, Tack, Tür zu. Und jetzt nur noch hoch und rein. Und dann werde ich auch die Folge beenden. Denn ich denke mal, ich werde diese hier schon überzogen haben. Ja, Leute, mit Schlafen gehen sage ich auch schon mal Tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut.